Willkommen zurück zu Warriors Orochi 3 Ultimate. Ja, heute machen wir eine sehr, sehr witzige Mission. Eine der lustigsten Missionen des gesamten Spiels, wenn ihr so wollt. Es hat was mit Zheng Zhao zu tun, den sehen wir schon hier. Und wieder mit der gelben Turban. Und mit einer mysteriösen Box. Die Box. Ja, und was da drin ist, das werden wir erst am Ende der Schlacht erfahren. Das ist ziemlich witzig. Bleibt am besten mal dran. Aber erstmal reden wir mit den Leuten hier. Erstmal haben wir hier Masamune. I still don't believe in miracles, but your strength has more than proved itself. My power was given to me by the heavens. Do you still refuse to believe in that, my friend? That's not what I'm talking about! Klar, von dem Himmel kommen die Kraft von Zheng Zhao. Ja, nee, ist klar, ne? I hate to admit it, but whenever you are near, I get ideas for all sorts of ingenious tactics. You may possess some special power that stimulates my wisdom. No, I am but a medium through which the will of the heavens flows. You too are the embodiment of those miracles. Ja, den Dialog hatten wir schon, ich finde ihn episch. Yoshimoto? I am looking for Kemari, opponent, Master Zheng Zhao. Could you use your miracle to find me one? It is my job to rescue the lost children of the Yellow Turbans. So I would be glad to find you an opponent. Oh, splendid! These miracle things are just wonderful! So geil, Mann. So ein Kemari-Ball-Zauber mit der Macht des Himmels. Wie die F, diese Dialoge mit Zheng Zhao, ne? Ja, Battle of Gurung Song. Da geht's nochmal hin. Da waren wir ja schon mal hier, wo wir die Away geholfen haben. Aber diesmal wird's ein bisschen anders hier. Find a girl hidden away within a wooden box. In the lands of the Yellow Turbans. Ich weiß zwar nicht, was Gurumon Ishikawa hier macht. Der denkt wahrscheinlich, es ist ein Schatz. Ich hab Mitsuhide Akeshi genommen. Passt schon. Upon receiving mysterious orders to search for a girl in a wooden box amongst the lands of Guangzong, Sima Yi set out for Guangzong together with Masamune Date. At the time, Guangzong was under the control of the Yellow Turbans, who were led by Zheng Zhao. There was a strong possibility that the wooden box was mixed together with their possessions. Just who was this girl? And why was she inside a wooden box? With no real explanation, Sima Yi and the others snuck into the Yellow Turban's main camp. I'll ask again, exactly what is it we are doing here? What are you, some kind of dolt? I told you we were looking for a girl inside a box. You idiot! I'm asking why we are doing it! You are the idiot! It's not like we had anything better to do! Speak for yourself, you idiot! Okay, that's enough!
I'm tired of hearing the word idiot. And I'm definitely tired of saying it. In that case, let's get back to the task at hand. Ja, bester Dialog, EU. Ich feier's. Nee, ist wirklich cool. Ja, Dragon Hunters X, warum nicht? Fangorn Wing X, natürlich. Und Mitsuhide Akeshi mit den Glidetailen X. Ja, können wir so machen. Sind wir lang, Hidemune Darts, die sind natürlich jetzt nur da, weil wir Masamune und Dingsbums spielen. Sind wir hier. Aber ich finde schon relativ sinnvoll, die beiden hier zu spielen, warum nicht? Bei den Gegnern haben wir die kompletten gelben Turbanen mit Zheng Zhao, Heiji. So ein Song, der richtig abgegangen ist in meinem DW3 Extreme Legends Let's Play. Zheng Bao, Zheng Mancheng, Zheng Liang. Sonst so viel Interessantes von den gelben Touren? Nein. Okay, das waren die wichtigsten. Yellow Storm. Ja, ich bin diesmal dagegen gegen Yellow Storm. Yellow Storm ist mega geil, aber wir hatten es schon. Wir haben ja noch einen anderen gelben Touren-Track. Das war DLC, aber ich hab ihn ja. Wo war der denn? Da! Du, du. Gelbe Tour an Rest Voice 5, auch sehr guter Track. Du, 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 du. Ich feier's. Gut sein. Los geht's. Ist eh nichts zu melden, da. Das war's schon. Masamune macht kurzen Prozess hier. Ah, hier war wieder Wind, ne? Find the wooden box. Hm, wo könnte die sein? Okay, Meister Zheng Zhao ist protected von den Spells. Das heißt, wir müssen erstmal wieder die Zauberer besiegen. Wie man es kennt bei Aufstand der Turban. Ah, shit. Machen die viel Schaden. Mann, die gelben Turban in Warriors Orochi sollte man nicht unterschätzen. Die sind stärker in Warriors Orochi als sonst. Sonst sind die ja so free. Aber in diesem Spiel nicht. In den anderen Orochi ist die auch nicht. Die gelben Turban sind in den Orochi Games echt stark. Da wechseln wir mal durch. Mitsuhide Akeshi. Das war's mit Zheng Mancheng. Und tschüss, Mann. So, wen haben wir hier? Zheng Bao, wie komme ich da hin? Wie kann man da nochmal hin? Ich glaube, da können wir noch gar nicht hin. Da müssen wir einen anderen Weg suchen, oh ja. Denn auf der Karte blinkt ja auch was, oh ja. Du, 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 du. Ich liebe den Track. Bevor wir da hingehen, slayen wir erstmal hier. Das war eine eigenständige gelbe Turban-Dude, der eigenständig gehandelt hat, nichts mit Zheng Zhao eigentlich zu tun gehabt hat. Deswegen ist das so interessant. Tschüss, Mann. Mir scheißegal, was er droppt, ich brauch's nicht. Wird automatisch angezogen bei Mitsuhide Akeshi, alles klar, ja moin. Habe ich eigentlich so ein Item drin? Oh mein Gott, so many Boxes, das habe ich jetzt auch gedacht. Wie viele Boxen sind denn hier? OMG. Nein, und wenn da was drin ist, ein Girl, ein Grill, dann töte ich das hier, wenn ich da drauf schlage. Oh, die Box geht nicht kaputt. Tut mir leid, wer auch immer da drin ist. Das muss wehgetan haben. Alle tot? Alle tot. Nice. Wieso? Alle Boxen sind doch kaputt. Gracia? Gracia ist einfach mal da drin. Deswegen habe ich mir zu wieder Clash genommen. Aber jetzt gibt es den extra Dialog. Oh, Vater! Ja, was machst du in der Box? Oh mein Gott. Das ist so episch. Genau deswegen habe ich mir zu wieder Clash genommen. Das ist ja ihr Vater. Und man kann die Box nicht mehr öffnen. Die sind mit Magie versiegelt. Find the Sorcerer and rescue Gracia. Wir wissen, wer dahinter steckt, ne? Es ist Zheng Zhao. Aber da kommen wir ja noch nicht hin. Da kommen wir ja noch nicht hin zu Zheng Zhao. Da müssen wir erstmal die Winde stoppen. Dazu sollten wir vielleicht jetzt erstmal gegen Süden gehen. Ja, Zheng Liang muss besiegt werden. Ich glaube, dann hören die Winde auf und dann müssen wir noch Zheng Zhao besiegen. So sieht es hier nämlich aus. Yes. Das hättest du nicht tun sollen, ja. Allein die Lache hat ihn schon getötet.
Lul. Dieser Move ist so weird. Alles gut gegen Bogenschützen. Da bist du halt unverwundbar und kommst da vor oben. Ist ganz geil. Hier gegen die Bogenschützen. Okay. Du bist der Letzte. Du bist auch wirklich das Letzte. Juan Hai. Ja. Die Axt des Kriegsgottes. Und generell die Waffe von Simagi. Ich habe den so gut wie möglich gemacht. Aber One-Hit fast alles. Triple-Element, sag ich nur. Und das war's schon wieder. Ja, okay, diese Waffe ist ein bisschen overpowered. Die ist selbst in Gauntlet-Mode ist die overpowered. Aber ist ja auch egal, ich nehme ja nicht in jeder Schlachtzimmer hier mit. Und tschüss, Mann. Geht baden. Ja, ich hatte recht. Die Winde sind weg. Jetzt können wir Jack Bao besiegen. Wenn Jack Bao besiegt haben, dann können wir zu Zheng Liang. Zheng Zhao meine ich. Zheng Liang ist schon besiegt. Alles klar. Kriegen wir hin. Ja, das machen wir mit Masamu, ne? Und den Rest machen wir, glaube ich, mit Mitsui Dakeshi. Schauen wir mal. Aber der Wind ist ja noch da. Wie komme ich denn da jetzt hin? Das ist weird. Wie komme ich da hin? Von der anderen Seite? Ja, irgendwo hat der Wind hier aufgehört. Ich glaube, da bei Zheng Zhao muss da halt einmal kurz rumgehen. Ich weiß noch, glaube ich, wie es war. Moment. Schauen wir mal. Ja, da ist auch noch Wind. Aber jetzt hier rumgehen, kommen wir, glaube ich, da an. Mal gucken, ob ich recht habe. Intruders. Oh Gott, machen die Schaden. Alter, machen die Schaden. Naja, jetzt haben wir die Rüstung des Kriegsgottes. Ich glaube, man muss sich hier runter wehen lassen und dann bist du direkt bei dem. Ja, so ist es auch, oder? Oder? Ja, so ist es. Ja, jetzt kommt der starke Musu von Masamune. Eieiei, ist der gut. Super. Eine schöne ist bei den Samurai Warriors, die sind ja unverwundbar, wenn man Musu gemacht hat, dann kann man sich auch wieder voll heilen, wie ihr seht. Einfach ein paar schöne Treffer mal mit Absorption. Perfekt. Das ist ja auf jeder Ex-Weapon drauf gemacht, was am idealsten im Chaos-Mode ist und im Gauntlet-Mode. Schabernack! Alter, der Damage! Einfach eine komplette Leiste weg. Bei euch piept's wohl. Ihr scheiß Bogenschützen. Ey, sind die bescheuert? Ey, einfach mal wie Schweizer Käse verarbeitet, ne? So. Einfach durchbohrt von so vielen Pfeilen, ey. Gemein, ey. Und jetzt kommen wir zu Zheng Zhao und seinen komischen Gefolgsleuten hier. Erstmal die Bogenschützen aus dem Weg räumen, ansonsten werden wir wieder zum Schweizer Käse verarbeitet. Ja, ist immer lang, der marschiert einfach rein. Ja, moin. Ist ja nicht gefährlich oder so, ne, gegen Zheng Zhao einfach zu kämpfen. Der ist so bescheuert. Ja, ich besiege erstmal die Bogenschützen. Und nehme auch das Tor ein. Jetzt kommen hier unendlich Gegner raus. Das wollen wir nicht. Oder wollt ihr das? Ich will es jedenfalls nicht. Run Attack! Ah, shit, man. Gibt's hier was zu heilen? Ja, nice. Boah, hier sind nochmal so viele Bogenschützen. Come on, bruh. Das gibt's doch nicht. Wisst ihr was? True Triple Musu. Gao Sheng. Kein Problem. Jetzt noch Zheng Zhao. Come on. Den kriegen wir. Zheng Zhao ist schon besiegt. Ein paar Mal gestriffen. Das ist die Power des True Triple Musus. Und schon haben wir's. Hm, kannst du bitte die Box öffnen, die durch Magie versiegelt ist? Das wäre eine simple Aufgabe gewesen.
Ist das alles, was euch hierher gebracht hat? Ihr hättet mir das nur einfach sofort sagen müssen. Das ist so episch. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Punkt, Punkt, Punkt ist die richtige Antwort hier. Wie kommt die Box jetzt auf einmal dahin? Ich finde das mega lustig. Schon sweet. Die Schlacht. Das ist eher so eine humorvolle Schlacht. Nicht so mega serious mit Dämonen und alles. Das hat was. Ist auch mal gut zur Abwechslung, ne? Why is it that you are in a wooden box? Because if I'm inside a box, then I can visit various places. Das hat sie auch schon in Samurai Warriors 4 gesagt. Das hat sie wirklich so gemacht. I want to see the world and learn as much as I can about everything. What are you? Some kind of imbecile or something? I've made up my mind. I'm going to join you. I'm sure that I'll be able to learn much more from you than by staying inside that box. A girl like this is sure to slow us down. But no more so than if we kept her in the box, I guess. Clearly, this meeting was ordained by the heavens. Let us journey forth together. Okay. Dragon Hunters mit zwei richtig seltenen Attributen. Ja, das nehme ich, ne? Das nehme ich. Schmeiß ich das für weg. Hey, Gras, hier mal den Scheiß. Ich will es nicht. Brauchst du so keine Waffe mehr. Master Slasher mit ganz vielen Attributen. Oder Gleile Talon mit Multi. Ich nehme Gleile Talon mit Multi. Was? Zwei Shield of Sacrifice. Okay. Okay. Wie Donkey Kong sagen würde. Alles klar. Dann ziehen wir noch ein paar Waffen. Lotterie. Pure Kemari. Brauchen wir nicht. Feindhammer. Mhm. Flame Tongue. Schlechter als unsere. Flammenzunge. Drang Spleen. Barrel Sash. Beast Crusher. Windshooter. Dawn sieht gut aus. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. War ein bisschen schlechter, glaube ich, als die Waffe, die wir hatten. Oh, hey. Juhu. Wenigstens etwas, ne? Etwas, was wir verwerten können. Ja gut, dann würde ich sagen, hier kurz Tea Party. Spending time with friends over drink always makes for a pleasant evening. This is a nice party. It is like a soothing stream for my very soul. Let's have some fun. I think it will be a most enjoyable time.
Okay. Ey, ich will das noch mit Hundun maxen. Ist mir scheißegal. Ah, ich will das jetzt mit Hundun maxen. Ich klicke das jetzt weg. Ah ja, ne? Sind wir ciao. Sind wir Ski. Ist Hundun jetzt Max? Hundun ist Max. Das hat mich jetzt gereizt. Warum nicht, ne? Okay. Ja, Freunde. Da war's wieder für diesen Part. Daumen hoch, falls es gefallen ist. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal mit einer weiteren Nebenschlacht. Bis dann und ciao. We'll be right back.